So, hallo meine lieben Krebsgeborenen. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und habe hier einfach mal schon eure Wochenenergie ausgelegt vom 25.04. bis zum 1. Mai. Ich habe die Karten schon springen lassen und werde auch gleich in die Deutung gehen. Was zeigt sich denn hier für euch? In der neuen Woche ist es möglich, dass hier nochmal Nachrichten, Gespräche und Kommunikation auf euch zukommen, in einer Situation, in der bisher so ein paar Unklarheiten geherrscht haben. Und da wird es in dieser Woche dazu kommen, dass hier eine neue Klarheit reinkommt. Es ist auch gut möglich, dass ihr in der Vergangenheit oder euch in einer Situation aktuell auch befindet, wo ihr hier wirklich auch so eher mit Ängsten und ja, den eigenen negativen Gedanken zu kämpfen habt. Und auch da zeigen sich hier neue Möglichkeiten und auch ein Wandel, sodass ihr hier aus einer Situation, wo ihr wirklich vielleicht eine falsche Denkweise hattet oder wo es notwendig war, dass ihr das Ganze mal aus einem neuen Blickwinkel betrachtet, da ist es in dieser Woche möglich, dass ihr da wirklich zu einer völlig neuen Erkenntnis und zu einer völlig neuen Klarheit kommt. Das heißt, in Situationen, in denen ihr euch vielleicht selber geblendet habt oder auch von außen geblendet wurdet, ne, da ist es jetzt erstmal völlig egal, ob das im beruflichen Bereich ist, im privaten Bereich, in der Liebe, in Freundschaften, zwischenmenschlich, ist vollkommen egal. Es ist in dieser Woche definitiv möglich, dass ihr hier Unterstützung von jemandem bekommt, der euch hilft, das Ganze aus einer neuen oder aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und ihr somit aus jeglichen Täuschungen oder falschen Illusionen auch hier rauskommt. Das heißt, ihr bekämpft auch wirklich eure Ängste oder das, was euch gedanklich, seelisch, mental belastet hat, habt, ne? Also da kommt hier neue Möglichkeiten rein, klare Gespräche. All das, sage ich jetzt mal, was wie gesagt euch eher gehemmt oder blockiert hat, wo ihr wirklich festgesteckt habt, das kommt in die Klärung. Ne? Wer jetzt zum Beispiel auch in der Liebe oder prinzipiell auf Nachrichten gewartet hat, auch diese werden in dieser Woche für euch ja reinkommen oder ihr sendet jemanden Nachrichten zu oder ihr unterstützt jemanden in einer Situation wieder in eine neue Klarheit zu kommen. Ihr wisst ja, die Rollen können sich ja auch tauschen, na, oder die Rollen können gewechselt werden. Ja, an sich ist es so, dass es eigentlich für euch, wie gesagt, eine Woche sein kann. Bedenkt bitte, es sind ja allgemeine Energien, sie können, sie müssen nicht auf euch zutreffen. Aber an sich vom Gefühl her, glaube ich, wird es für euch eine Woche, in der ihr wirklich einfach wieder zu neuer Kraft und Stärke kommen könnt. Ihr fühlt euch sicherer, auch wieder im eigenen Vorgehen, auch Gespräche, ihr seid klarer in eurer Kommunikation. Also von dieser Wochenenergie gehe ich davon aus, dass ihr hier wirklich eine heilsame Woche vor euch habt. Ne? Ihr lieben Krebslein, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal.